Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Grid Autosport Server. Wir machen Qualifikationen. Und zwar wieder drei Rennen auf dem Samstag. Strecke. Okay, habe ich verstanden. Weiß ich ungefähr, welche es ist. Ruhig mit dem Gas. Ganz langsam. Also das Ding macht auf jeden Fall richtig Laune hier. Echt Wahnsinn, das Ding rutscht hinten. Ich gebe zu früh Gas. Also es liegt eindeutig an meinem Fahrstil. Boah, Telefon, einen Augenblick. So Leute, ja, für euch nur eine kurze Unterbrechung. Wenn die Mama anruft und die Mama möchte was von einem. So, wir machen weiter. Zweite Runde waren wir Qualifikation, wenn ich mich recht entsinne. Ganz ruhig, Baby, ganz ruhig. Also raus beschleunigen funktioniert. Du hattest in Runde 1 die zweitbeste Zeit. Also raus beschleunigen funktioniert nicht so, wie ich mir das ja von der Formel 1 halt kenne. Aber es ist ja auch keine Formel 1, es ist Formel 3 oder Formel 3000 heißt es ja. Boah, wieder schräg gestanden. Könnt ihr mir natürlich auch wieder in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Kameraperspektive haltet, ob das so okay ist oder ob ich lieber immer das ganze Auto zeigen soll, auch hier in der Formel 1. Ja, äußert ruhig eure Kommentare dazu. Ich kann ja das Gameplay ja auch nur verbessern, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt dabei. Dann möchte ich noch ganz kurz sagen, dass bei uns auf dem Battlefield 4 Server das neue Add-on läuft. Und zwar einmal Conquest Large und einmal dieses Change Link. Also das wird immer so ein bisschen gewechselt. Also wäre sehr nice, wenn ihr euch vielleicht da mit uns mal eine Runde zusammenspielt. So, wir sind auf jeden Fall Platz 1 und haben 557 Vorsprung. Ja, war ganz schön knapp, muss man ganz ehrlich sagen. So, Rennen 1 von 2. So. Rennen, Mama. Du bist fast nicht zu schlagen. Du stehst in der Rangliste auf Platz 1. Du bist fast nicht zu schlagen, Mama. Warum bin ich nicht zu schlagen? Komm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam kriegt man es raus und gerade mit dem leicht oder langsam den Gasknopf drücken. Und dritter Gang, Kevin. Ah! So, und jetzt voll raus. Ja.
Man merkt einfach, dass das meine Hauptdisziplin ist, Formel 1 zu fahren. Oder Formel 3000 fahren. So. Ich sollte aufhören rumzuspielen. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Jawohl, ich weiß. Ich bin halt der Schnellste. Ja, und ich versuche jetzt immer Screenshots zu machen von dem Spiel und die dann manchmal... Scheiße, Leute. Jetzt habe ich es richtig verkackt. Und die dann jetzt immer so als Oberfläche einzufügen bei Dingen. Das machen ja schon viele Let's Player, aber bei mir sieht immer alles so gleich aus. Und mal gucken, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Wir haben auf jeden Fall noch Zeit genug, um die Leute hier die Hosen auszuziehen. Du hast noch zwei Runden. Ja, ich weiß. Wir machen das schon. Boah. Mit deinem Getriebe stimmt was nicht. Was ist denn mit meinem Getriebe immer los? So richtig rankommen tue ich aber nicht, ne? Also ich stehe voll auf dem Gas, aber jetzt sind wir rangekommen. Da sind wir abgehoben gerade. Jawohl. Deine Lenksäule ist leicht beschädigt. Deine Lenksäule ist beschädigt. Alter, das kann nicht sein, Leute. Da haben wir wieder auf der Hinterachse den Grip verloren. Jetzt muss ich versuchen, das Auto irgendwie heile in eine Zielgerade zu bekommen. Guckt euch mal den Drall an, nach links. Ja. Cool, du bist vor deinem Event-Rivalen gelandet. Gut, das haben wir noch gerade so gerettet, würde ich sagen, Leute. Also... Hast das Team hier schon verendet? Jawohl. Wir sind immer noch Erster mit einem Punkt Vorsprung. Team intern sind wir noch Zweiter. Sehr schön. Ja, gut. Teamkollege ist zu dusselig. Entschuldigung, müssen wir doch einfach so sagen, oder? Was anderes fällt mir dazu einfach nicht ein. Der ist doch zu dusselig. Und unser zweiter Wagen geht vom 15. Startplatz ins Rennen. So, jeden Eimer ein bisschen abgedrängt. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Alter, ey, wie der rutscht. Da sind doch schon Semi-Slicks drauf. Also Semi-Slicks sind Slicks ohne Profil. Jawohl. Warum hat man mit Semifix den meisten Grip? Weil die Aufliegefläche der Gummifläche am größten ist. Also wenn ihr Rillenreifen habt, dann habt ihr ja immer zwischendurch eine Fläche, wo ihr kein Gummi auf der Erde ist. Also nicht die ganze Rollfläche
mit Gummi belegt ist. Also die Aufliegefläche der Reifen ist kleiner. So, jetzt hab ich's. Jetzt aber Gas. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Ja, wir haben trotzdem noch keinen sehr großen Vorsprung. Versuche mich erstmal hier wieder ein bisschen zu konzentrieren. Alter, der... Zu schnell, Leute. Ich bin zu schnell. Noch die Bande berührt. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Ja, sehr schön, Mama. Die schnellste Runde. Ja, wir haben die schnellste Runde. Und raus, Beschleuniger. Jawoll. Guckt euch mal den Vorsprung an. Wer ist hier der Held? Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Uiuiuiui. Ich hoffe, dass das hier auch nochmal beim Langstreckenrennen passiert. Scheiße. Das nenne ich ein Leck. Wir müssen zurückspulen. Scheiße. Man wird immer... Man will immer mehr wie geht. Bei dem Auto. Letzte Runde. Jetzt heißt es nochmal Gas geben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sowas von schwer, dieses... das Auto nicht übers Limit zu fahren. Also, jetzt weiß ich, wie man sich so in der wahren Formel 1 fühlt. Wenn man übers Limit hinausgeht, dass man dann einfach geradeaus in eine Wand geht. So wie da. Da habe ich ihn gerade noch so einigermaßen abgefangen. Ja, haben wir wenigstens noch einen dritten geholt. Naja, dritter Platz, Leute. Nicht schön, aber selten. Starke Leistung. Du hast deinen Event-Rivalen geschlagen. Starke Leistung, Mutti. Ich habe heute gute Laune. So, dritter Platz. Jawohl. Sehr schön. Ausgewählt und wir sind Zweiter in der Fahrerwertung geworden. Nicht schön, aber selten. Teamwertung sind wir Zweiter geworden. Kann mich nicht beschweren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, 3, 4 Erfolge geschafft. Sieht doch sehr vielversprechend aus. Ende der Saison 7. Dein Team wird zufrieden sein. Du hast alle Vorgaben erfüllt und den anderen Teams gezeigt, dass mit dir nicht zu spaßen ist. Ja, ich habe meine dicke Kohannis gezeigt. So. Trophäe, zweiter Platz. Oh, da habe ich zu schnell gedrückt mal wieder. Ja, da haben wir auch wieder ein paar Punkte erreicht. Ja, ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Du kannst in dieser Saison an der neuen Langstreckenmeisterschaft teilnehmen. Ja, Mutti, mache ich. Vielen Dank fürs Einschalten bei Grid Autosports. Mein Name ist Gabo, wir hören uns morgen wieder. Tschüss.